Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Minecraft. Wir können erstmal ganz kurz was essen, denn wir haben Hunger. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir einfach mal eine Runde schlafen. Solange hier noch keine Monster in unserer Umgebung sind. So, ich habe die Kiste, wie versprochen, absortiert. Wir haben hier noch ein Ei drin, das können wir mal zu den Hühnern bringen vielleicht. Und gucken so ein bisschen mal, ob hier Monster sind. Da hinten ist ein Creeper. Zwei sogar. Und eine Spinne. Okay. Vielleicht legen wir uns erst einmal mit diesem, mit diesem Creeper hier an. Sehr gut, den haben wir. Dann hier diese Spinne. Okay, komm her, Spinne. Du bist schneller. Sehr gut, den Creeper nehmen wir als nächstes aus. Nein, ich habe ihn nicht getroffen. Oh. Shit. Wie ich es hasse. Da ist noch ein Skelett. Hier sind noch weitere Spinnen. Ach, egal. Ich wollte schon sagen, regenerieren wir uns gar nicht, aber wir regenerieren uns. Okay, sind hier Eier drin? Nö. Mal hier reingucken kurz, wie es hier aussieht. Okay, ihr seid noch nicht erwachsen, bis auf das eine. Da kam jetzt leider auch nichts raus. Na gut, macht nichts. Ich weiß nicht, wollen wir das nochmal ganz kurz machen? Dann geben wir uns mal nochmal ein paar Körnerchen. Lass mich hier rein. Zugemacht. Hier, ihr könnt mal so ein bisschen untereinander. Hier, ihr dürft auch alle machen. Los, komm. Gebt mir eure Erfahrung. Gebt mir eure Erfahrung und macht ein paar kleine Babys. So. Ich glaube, das wären dann alle. Eins bleibt immer übrig. Es. Na, jetzt. Na, jetzt haben wir eins gefunden, das mit dem seinen Spaß haben kann. Und jetzt. Ah, hier ist noch eins. Okay. War es das dann jetzt langsam? Ich glaube schon. Gut. Haben wir ein paar Hühnerchen hier mittlerweile. So, lasst mich mal raus. Oh, Tür wieder zu. Wie viele Eier haben wir? Oh, vier waren das. Nur? Da habe ich ein bisschen mehr erwartet. Egal, die vier werfen wir jetzt auch einfach nochmal da oben rein. Ganz kurz. Und dann legen wir mal richtig los mit diesem Part. Okay, hat auch gar nichts gebracht. Na gut. So, ich würde sagen, wir gehen erst einmal rüber in unser altes Versteck. Weil wir da ja noch ein paar Sachen liegen haben, ist mir mal so aufgefallen. Und die könnten wir auf jeden Fall ja mal holen. Zudem könnten wir hier den Tunnel irgendwann mal anders gestalten. Wie, weiß ich natürlich auch nicht. Und hier sollte ja auch mal irgendwann ein Steindach rein. Und mal gucken, mal gucken, mal gucken. Jetzt lass mich doch die... Mensch. Okay, hier ist viel drin. Hier ist viel drin. Hier ist viel drin. Hier ist auch noch viel drin. Oh Mann. Okay, gib uns erstmal das hier. Wir versuchen einfach mal so viel wie möglich mit rüberzunehmen. Lichtenholzblätter waren hier noch. Wolle, Pilze, Kakteen, Steintreppen, Treppen allgemein. Da ist noch ein bisschen Glas, hier geht noch ein bisschen Erde rein. Oh Mann. Mal gucken, was hiervon noch reingeht. Ich gucke hier einfach einmal durch. Ja, da ging zum Beispiel noch ein bisschen was rein. Die Spinnenaugen gingen auch noch. Sehr gut. Hier noch irgendwie. Nee, aber guck mal, diese eine Steintreppe können wir ja ruhig hier lassen. Okay. Okay. Bekommen wir immer noch nicht mega viel mit rüber? Wieso haben wir denn schon wieder so einen Hunger? Haben doch gerade eben erst was gegessen. Na gut. Bekommen wir immer ein bisschen rüber. Vielleicht können wir das immer so nebenbei so ein bisschen machen und rennen jetzt nicht laufend hin und her. Und ah, jetzt sieht man, hier sieht man sogar die Leiter dadurch. Weiß nicht, habt ihr eigentlich eine Idee, was man in dem Turm noch machen könnte? Ob man da noch was machen kann? Mir fällt jetzt erstmal nichts ein. So, ich lege das erstmal alles hier rein, was wir nicht brauchen. Die Axt ja eigentlich vielleicht doch. Und dann sortiere ich das eben, wie gesagt, wieder am Ende dieser Aufnahme ab. In dieser Aufnahme jedoch würde ich jetzt gerne mal etwas machen, was wir schon lange nicht mehr getan haben.
Und zwar, ja, können wir doch mal eine Höhlentour wieder machen. Seit langem. Und zwar hatten wir hier unten eine Höhle, beziehungsweise ein Höhlensystem, in dem man sich nochmal ein bisschen umgucken könnte. Wir holen uns mal nochmal ganz kurz ein bisschen Eisen. Vielleicht 4. Ja, ich denke, das könnte ausreichen. Für 2 Schwerter. Na. So, und dann brauche ich hier auch. Ah, ne, ich brauche Quatsch. Ich brauche ja bloß. Hör auf. 2 Stöcker. So. Blub und blub und 2 Schwerter, bitteschön. Die nehmen wir mal hier in die Hand. Und hier in die Hand. Obwohl wir das wahrscheinlich auch mal anders gestalten könnten. Und zwar, indem wir die Werkzeuge hier so ein bisschen rüberschieben, hier hin und hier immer noch so ein Ersatzschwert haben. Beziehungsweise hier, aber so ist okay. Falls unser Schwert hier kaputt geht, irgendwann auf Dauer, können wir einfach das hier gleich nachzücken und dann bei Gelegenheit ein neues Ersatzschwert reinlegen. Gut, aus Holz können wir gleich nochmal reingehen und nehmen ein paar Zäune mit. Und außerdem diese Tür. Mehr Türen haben wir erstmal nicht. Okay, dann nehmen wir das Zaunfall noch mit. Gut. Damit wir eben das Ganze so ein bisschen absichern können. Und wir können uns jetzt natürlich überlegen, gehen wir hier ein bisschen rein? Ich glaube, hier waren wir aber relativ fertig. Oder gehen wir da hinten rein? Und ich würde eben eher dazu tendieren, dass wir hier reingehen und mal gucken, was hier abgeht. Das alles so ein bisschen übersichtlicher machen, ein bisschen die Höhle noch weiter erkunden. Guck mal, hier würde es lang gehen. Ich glaube, hier hatten wir ja auch da damals zugemacht. Und hier ist die Sackgasse. Okay, das heißt, es geht nur hier lang. Dann würde ich einfach mal sagen, hier und hier 2 Fackeln ran. Das ist die Effizienzspitzhacke, ne? Eigentlich will ich die jetzt eigentlich nicht benutzen, sondern mehr so die Haltbarkeit. Sonst geht mir das hier alles ein bisschen zu schnell. Und dann machen wir das hier so ein bisschen, so ganz leicht weg, dass wir wissen, wo wir überhaupt hin wollen und das alles besser im Blick haben, was hier alles so ist. Also sagen wir so, wir bauen die Höhle ein klein wenig um, machen sie ein bisschen zugänglicher. So, vielleicht. Okay. Und hier könnten wir eigentlich einfach zumachen, oder? Dann wissen wir, hier ist nichts, hier kommt nichts mehr. So. Okay, du kannst vielleicht auch nochmal weg und dann platzieren wir dich hier noch hin. Was keinen Sinn macht, weil du da bist, dann kommst du da hin. Okay, dann sollte das einigermaßen gehen. Hier und da. Ist ein Höhlensystem, oder? Liege ich da falsch? Ah, nee, hier hatten wir einfach nur. Okay, okay, ich glaube. Hier hatten wir nur eine Fackel reingesetzt, weil der Boden ist. Ich weiß nicht, aber irgendwo. Nee, ich glaube, das kommt erst später. Hatten wir ja zugemacht, weil da ging es noch nach unten und da waren uns zu viele Wege offen. Ich glaube, so war das. So, und jetzt würde ich das gerne mal mit der Tür probieren, mit dem Zaun nochmal, denn mir ist da noch eine Sache aufgefallen und zwar, gut, wenn wir sie so platzieren, verbindet sich das mit dem Zaun auf jeden Fall nicht. Wenn wir sie aber so rum platzieren, okay, auch nicht. Gut, damit hat sich die Frage erledigt, dann denke ich, verwenden wir hierfür auch einfach prinzipiell keine Tür. Sondern eben ein Zauntor. Wie sieht das aus, wenn wir jetzt hier noch ein zweites reinmachen? Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel eine Druckplatte hätten und da lang gehen, geht dann auch das obere Tor auf? Weil so müssten wir ja auf jeden Fall beide erstmal aufmachen und beide wieder zumachen. Das könnte ja auch leicht nervig sein. Solange wir hier sind, können wir einfach nochmal nach einer Druckplatte Ausschau halten und das dann ausprobieren, ob das Ganze klappt. Druckplatte, 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 Druckplatte. Okay, super. Schnell wieder zurück. Ich glaube, wir haben da auch den Gang offen gelassen. Oder haben wir die. Ne, die Türen haben wir ja wieder zugemacht. Okay. Ich wette, das funktioniert nicht,
so schön, wie ich mir erhoffe. Nee. Leider nicht. Leider nicht. Okay. Dann kann die Druckplatte weg und dieses Zauntor einfach weg. Wenn wir das so machen, dürfte ja hier trotzdem eigentlich nichts langkommen, oder? Oder kommen Spinnen über Zäune? Kann eine Spinne hier durchkommen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. So, ich hoffe, wir merken uns, dass wir hier die Holztür und die Druckplatte einfach mal ablegen. Und ich sie dann eben noch absortiere. Mal sehen, ob ich dran denke. Spätestens, wenn ich schneide, sollte ich das sehen. Okay, und hier könnte man natürlich auch noch Stufen, also Treppen, einbauen. Muss ja jetzt aber erstmal nicht. Ich glaube, hier sind wir noch gar nicht weiter gegangen. Kann das sein? Gib mir mal die ganzen Fackeln. So, und dann können wir hier mal so ein bisschen reingucken, was hier unten alles kommt. Müssen natürlich uns erstmal irgendwie einen Weg nach unten bahnen. Vielleicht hier auch einfach mal ein bisschen mehr rausnehmen. Kurz. Fackel. Hier ran. Damit wir wieder was sehen. Okay. Dann bauen wir hier mal so eine behelfsmäßige Treppe erst einmal. So. Okay, bis hierhin funktioniert das erstmal. Jetzt brauchen wir aber wieder eine neue Fackel. Sieht ja erstmal noch nicht so richtig nach Höhlensystem aus, sondern mehr so nach seiner Sackgasse. Aber vielleicht ist da unten noch ein Weg. Das müssen wir mal gucken. So. Vielleicht. Okay, da unten ist noch ein bisschen Erfahrung von der Kohle. So. Okay, und so. Können wir das hier noch machen? Und hier setzen wir mal eine Fackel ran. Und dann erkennen wir, es ist eine Sackgasse. Okay, das hat sich jetzt nicht großartig gelohnt, aber dann wissen wir zumindest auch, wo es hier lang geht. Nehmen uns die Kohle noch mit. Komm, gib mir die auch noch, die da hinten ist. Gut, und dann müssen wir mal gucken, wo es eigentlich... Ah, ich weiß schon, glaube ich, wieder, wo es lang ging noch, oder? Bin ich mir auch nicht sicher, ob das eine Sackgasse war. Und ob wir es dazu gemacht haben? Ich weiß doch, hier hatten wir doch so ein riesiges Höhlensystem. Das kann ja nicht einfach verschwinden. So, jetzt hier hochhoppeln. Ja, hier sollten wir vielleicht auch noch einen Stein reinsetzen. Türchen auf. Türchen zu. Gut. Oder auch nicht gut. Ich dachte, hier wäre so viel noch. Dann war hier hinten. War denn... Ah, ich kann mich leider nicht mehr so richtig erinnern, wo das jetzt lang ging. Vielleicht ging es auch hier lang. Also hier lang. Können ja auch gerne mal hier reingucken, wie das hier so aussieht. Von hier kam ja auf jeden Fall... Nee, es kann auch sein, wirklich sein, dass es hier lang ging. Ich bin mir nicht sicher. We will see. So, auf damit. Und zu damit. Doch, doch, langsam glaube ich, dass es hier lang ging. Wo geht's hier lang? Ah, das machen wir mal lieber nicht weg. Also jedenfalls nicht das darüber, denn da fließt ja Wasser. Und das ist nämlich unser Wasser, glaube ich. Unsere Abkürzung. Oder das ist das Wasser. Das kann natürlich auch sein. Okay, wo geht's hier lang? Hier geht's nirgendwo lang. Und da oben auch nicht so richtig. Okay, dann setzen wir hier eine Fackel. Wo kommen wir hier raus genau? Hier. Hier kommen wir raus. Okay, dann machen wir das einfach mal so. Und hier vielleicht einfach mal komplett zu, damit wir wissen, hier ist eigentlich nichts Interessantes. Also vielleicht nicht komplett zu. Aber so in etwa. Vielleicht auch... Na, vielleicht machen wir es auch komplett zu. So, so. Jetzt ist es ja schon so ziemlich zu. Gut, und dann würde es hier unten lang gehen. Bis hierhin sind wir scheinbar auch schon mal vorgedrungen. Aber wegen dem Wasser dann wahrscheinlich nicht mehr weiter. Nur platzier doch da
einen Stein. Da drin. Ach, verdammt nochmal. Der hört schon wieder nicht auf das, was ich sage. So. Gut, und hier auch nochmal. Dann müsste das Fließen des Wassers schon mal aufhören. Wir können hier immer so langsam hinterher. Okay, ist das jetzt eine Sackgasse oder eher nicht? Es fließt auf jeden Fall bis hier hin und dann ist hier eine erneute Wasserquelle, die wir auch wieder stopfen können. Nicht unbedingt mit zwei. Einer hätte es jetzt auch getan. Okay, und hier ist normales Wasser scheinbar. Okay. Also einfach nur unterirdische Seen oder kommt hier noch ein bisschen mehr? Ah, das sieht doch schon ein bisschen besser aus. So, bei dieser Höhlentour bin ich mir jetzt aber sehr sicher, dass ich die Monster anhabe. Das heißt, dass die uns hier durchaus überraschen können. Gut. Dann können wir aber auf jeden Fall erstmal hier alles abbauen. Was wir hier so gefunden haben. Die Kohle und das Eisen. Und ja, dann können wir auf jeden Fall auch langsam mal... Warum? Irgendwie wollte sie gerade nicht abbauen. War sie zu bequem für oder so? Ich weiß es nicht. So, lass mich mal hier rein und gib mir diese Kohle noch. Vielleicht zur Sicherheit hier eine Fackel rein, damit es schön ausgeleuchtet ist. Dann noch das Eisen. Und dann würde ich sagen, beenden wir diesen Part an dieser Stelle. Machen im nächsten weiter und ja, gucken uns diese Höhle hier noch ein bisschen genauer an. Und vielleicht stoßen wir ja auch irgendwann endlich mal auf die Stelle. Also ihr wisst es wahrscheinlich noch, wie es lang geht. Also diejenigen, die schon damals geguckt haben. Bevor wir die Halle umgebaut haben, wo denn dieses große Höhlensystem war, in dem wir drinnen waren? Ich weiß es im Moment nicht. Fledermaus, stirb, stirb. Okay, ich würde sagen, im nächsten Part gehen wir dann hier runter. Und ja, bis dahin. Und tschüss.